So. Ich ahne schon, wo man das hinmachen kann. Sterling. Die Musik ist gerade so drohlich. Kommst du gerade nicht raus? Okay, geht nicht. Warte. Iron so. Bars. Sterling Generator. Ach, das ist der Rancher. Hä? Wieso finde ich bei Sterling nichts mehr? Generator? Ach, Stirling, okay. Okay, ich brauche noch die Dinger und ich brauche noch das. So, ein Ofen, zack. Heißt aber die Auranger? Ja. Okay. Oh, jetzt brauche ich noch Sticks. War das so? Ja. Nee. So. Wo waren die Safari-Netze bei dir? Die sind oben da, wo dein Buch ist, weißt du noch? Also okay, wo man sie zu dir porten kann. Da ist so eine Kiste. Also die grüne Kiste ist es, glaube ich, da sind die drin. Ach stimmt, ich erinnere mich. Beim Kistencheck. Natürlich, ja, na klar. Wie soll es auch anders sein? Vielleicht sind da noch welche übrig, falls der... der Kistencheck da war. Ja, ja, falls da nicht ein gewisser Langfinger wieder unterwegs war. So. So, ich gehe mal ganz kurz in die Vault, ja? Ja. Ich finde, da kann man sowas nämlich perfekt machen. Da wäre eigentlich auch mal geil, wenn wir später da die Essensausgabe drin haben, diese vom ME-System. Ja, ne, so die Cheeseburger und sowas, wenn man das hier alles mit reinpackt. Hätte ich auch Bock drauf. Gehört ja eigentlich auch hier rein irgendwie, muss man ja sagen. Also, dass man quasi im ME-System auswählen kann, was man haben möchte, und dann kommst du da einfach raus. Das wäre schön. Ja, das wäre auch cool. Okay, hier kriege ich das erstmal nicht mehr hin. Hier wäre ja eigentlich, wenn die Tintenfische ja eigentlich. Scheiße. So, ich gehe mal ein bisschen baden. Ja. So. Bisschen metzeln. Ich überlege gerade, wo man diese Tintenfischfalle hinbauen kann. Also, mehr Solarpanels, mein Gott. Ich finde hier gerade immer mehr Solarpanels von dir. Ach so, ja, das, ja, vielleicht, das kann passieren. Ich weiß noch nicht genau, wofür die immer sind. Was denn? Nee, schon gut. Du bist hinten gerade in der Ecke irgendwo, ne? Ja, genau. Ja, das sind die Solarpanel für die Cheeseburger-Maschine. Ah, okay. Generell würde ich aber nur die Solarpanel auf dem Dach gerne benutzen. Irgendwann mal. Wo kann ich denn? Ja, komm, Creeper. Oh. So, hier schon mal kein Tintenfisch, ausgezeichnet. Ja. So, du suchst gerade einen Platz dafür. Ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich das jetzt schon in die Vault ballern würde. Weil die Vault dafür noch nicht bereit ist. Da fehlen momentan noch. Also ich wollte ja eh so ein Panorama-Ding machen, da hätte man das super machen können. Ja. Aber das ist leider noch lange nicht fertig. Da muss ich vielleicht mal irgendwann weiterbauen. Bis dahin... So. Ich gehe mal kurz in meinen finsteren Keller. Voll gut, dass ich mir so viele Burger mitgenommen, gemacht habe. Finde ich gut. Du bist da sehr selbstlos auch immer. Ja, meistens schon. Ja. Gerade bei den weiten Wegen für diese Tintenfische. Oh, ich habe welche gefunden. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Dingens. Ich brauche noch ein paar Eimer. Zack, 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 zack. Huch, hä? Ach da, reicht nur für drei. Scheiße. So, drei so. Haben wir. Hm? Drei Tintenfische schon. Okay. Also ich muss es ja auch nicht zu groß machen. Man kann ja auch eine normale Größe. Ja, erstmal schon. Ja, ich muss es ja nicht übertreiben. Ich werde mal gucken. Genau, ich werde mal gucken. Ich gucke mal, was sich anbietet. Das muss ja erstmal was Kleines, Tintenfischiges sein. Dann können wir immer noch schauen. Die Frage ist nur, wo bringen wir es natürlich unter? Da unten ist ja eh kein Platz mehr drin. Okay, sechs Tintenfische habe ich. Ah, hier würde das gut gehen. Granitziegel, ich brauche eben kurz Granitziegel. Ne? Ich würde das schon optisch eventuell aufbereiten ein bisschen. Oh, hier war ein Loch. Was denn? Ich bin gerade irgendwo runtergefallen. Alles so. Gut. Schwarzer Granit, Junge. Schwarzer Granitziegel. So. Oh, toll. So, jetzt sehen wir gleich mal eine Atlasreise.
Ja, aber nicht sterben, bitte. Ne, immer satt bleiben dabei. Klappt meistens gut bei mir. Oh, ich krieg einen Walrosshut. Oh, hab ich schon, schade. Schwarzer Granitziegel, Pflasterstein, Granit. Haben wir noch Ziegel übrig? Ja, 6x64, alles klar. Das müsste reichen. Und noch Glas. Ich bräuchte Glas. Glas ist weiter oben. Am besten klares Glas. Haben wir das hier oder ist das noch... Klares Glas 47. Okay, nehme ich mit. Weiß nicht genau, wie wir brauchen. So. Und bin gleich zu... Ja, jetzt. Hallo. Hey. Ich bin wieder vor deinem Haus. Ah. Tintenfische am Start. Soll ich mal in die Vault kommen? Nee, nee, ich bin nicht in der Vault. Ich bin wieder hinten bei der schwarzen Schmiede quasi. Ich dachte, ich baue da was hin. Ist einfacher gerade. Mhm. Ich würde es später vielleicht nochmal anders... So. Ja, ist ja meistens so. Man baut erstmal Maschinen irgendwie hin, bis man weiß, wie groß sie werden. Und dann baut man die meisten noch schöner irgendwo anders hin. Genau, genau, genau. So wollte ich das hier auch machen. So, jetzt muss ich nur gucken. So, oben ist das nicht unbedingt schön. Das reicht eigentlich auch schon von der Breite her. Die braucht ja nicht so viel Platz. Jetzt muss ich den Farmer irgendwie in die Mitte. Ich hoffe, das geht. Der Rancher. Habe ich auch eine Mitte? Ich habe gar keine Mitte hier. Einen rechts weg noch machen? Halt! Was machst du denn? Mal, die Seite weg, oder? Nee, 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 alles gut, alles gut. Okay. Ich mache hier das Ding und dann mache ich den Ofen hier. Mache ich dann einfach daneben. Fertig. Genau, genau, genau. So, das ist der Rancher. Da müsst ihr jetzt theoretisch eine Kiste dran machen. Kann ich... Ich kann bei dem aber nicht sagen, wo die Items rauskommen. Nee, nee, immer hinten. Also hier auf der Seite einfach eine Truhe hinballern, genau. Das müsste eigentlich gehen, ne? Habe ich eine Truhe dabei? Hast du eine Truhe dabei? Ja, leider nicht. Kannst du kurz eine organisieren? Natürlich. Super. Dann würde ich ja schon mal ein bisschen Glas reinbauen. Ich meine, hier stehen ja überall Truhen rum, aber da ist immer was anderes drin. So. Okay. Hier müsst ihr jetzt noch... Da mache ich auch eine Ladung Glas hin. Wobei, da muss eigentlich gar kein Glas hin, aber egal. Und dann... Müsste das hier eigentlich reichen. Eine Truhe oder eine Doppeltruhe? Ne, ich nehme mal eine Doppeltruhe, ne? Oder ja, eine? Ich glaube, eine reicht. Ich weiß nicht, wie viel Tinte wir brauchen werden. So. Ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert. Also, wie viel da rauskommt generell. Gut, also theoretisch reicht das. Huch. Die Tintenfische müssen jetzt noch da hinten ins Wasser rein. Achso. Jo, warte. Jeden Moment. Jo, 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 jo. So. Ach, Kohle sollte ich vielleicht auch mal holen. Soll ich Kohle aus dem Generator hier nehmen? Hier ist noch 46. Ja, 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 mach mal. Ich einfach mal die Hälfte raus, sollte ja reichen. Ja. Super. So, Kiste habe ich. Jo, mhm. Tintenfische müssten eigentlich noch ins Wasser rein. Ich hoffe nur, das geht auch so. Ich mache mal hier vorsichtshalber nochmal so ein Ding drauf. Ja, ich guck mal, dass die da oben reingestopft bekommen. Genau, genau, genau. Oder mach hier links ruhig schon zu, nicht, dass sie rausblubbern. Okay, so. Oben würde ich auch nochmal zumachen dann. Oho. Ah, sehr gut. Ja. Alle drin? Ja, alle drin. Wunderbar. Ciao. So, nur dass die da auch drin bleiben. Schön, so, in unserer kleinen schwarzen Etage. So. Guck mal. Standbild. Alter, geil. Bilder. Nee, bei mir läuft schon. Da kommt die Tinte, Freunde. So schnell geht's. Da geht ja echt schnell, krass. Das ist voll geil. Jetzt habe ich gerade ein bisschen. Jetzt dauert es gerade wieder ein bisschen, aber dann geht's gleich weiter. Also die Truhe kriegst du halt locker voll. Ich glaube immer, wenn der Rancher einmal unten ist mit seinem Idle-Ding. Ah, ja, das kann sein. Dass der dann mal eben sechs. Ja, haben wir ruckzuck die Tinte. Ja, ja, eben. Und dann haben wir. Also wir haben immer Tinte, wenn wir brauchen, und da werden richtig geil die Tintenfische gemolken und die stehen auch drauf. Die Tintenfisch-Melkanlage ausgezeichnet. Ja, ja, geil. Das kann man ja mal machen. Und guck mal, wie die da drin stehen, alle kopfüber. Ja, denen geht's. Ganz ehrlich, wenn du an so einer Anlage angeschlossen wirst, du würdest da auch kopfüber stehen. Das glaubst du aber. Du würdest die Beine genau so auseinander. Auch gut gekühlt. So. Hier, 12 Tintenbeutel. Nice. 14 reicht. Wir haben 10 noch im System. Ach, guck mal, 16, mhm. 17, 18. Ja, easy. Ja, ja, nimm mit. Können wir bauen. Ja. Hier locker. 21 Kohle. Ich lass mal den Rest hier an, ne? Ja, genau. Ich lass die mal, da werden ja fröhlich gemolken, denen geht's ja gut dabei. Ich meine, sobald die Kohle alle ist, haben wir genug Tinte. Immerhin sollen ja nicht nur die Hühner eine Spaßfarm haben, auch die Tintenfische sollen ja auch ein bisschen was davon haben. Ah, so. Ach ja.
Nächste To-Do-Liste, alle Tiere müssen befriedigt werden. Ich wollte auch so eine automatische Hühnchenanlage machen auch. Mit, nennen wir es mal Sauna-Funktion. Dass die Hühnchen richtig schön braun gebrannt werden auch. Nicht Sauna-Funktion, sondern natürlich Solariumsfunktion. Ein Hühnersolarium sozusagen. Ich sehe schon, du hast dein Pferd nicht richtig gefüttert, ne? Nee, das ist das Grüne. Ich habe den Schleim einfach mit dem Staubsauger runtergezogen. Der mag mich bestimmt wieder nicht, warte. So, ne? Was wollten wir gerade? Wie hieß das nochmal, was wir gerade craften wollten? Verdammt. Ein Wither-Kopf. Wither. Genau, da ist er. Wither-Skelettschädel. Blanke. So, drei Stück brauchen wir, ne? Ja, genau. Den blanken Kopf hast du ja. Pulverisiert. Überleg noch gerade, wo wir den bauen, beziehungsweise wo wir den machen. Ach so. Ach, die Tintenbeutel war nicht da drin. So, warte. Zack. Eins. Ach so. So. Drei Wither-Skelettschädel. Haben wir jetzt. Jo, gibt es denn Vorschläge, wo man den gleich töten könnte? Gute Frage. Am besten irgendwo in der Höhle oder so. Und der zerstört der auch? Ja. Und vor allem, der fliegt auch, ne? Wir müssen also wirklich irgendwas mit einer niedrigen Decke holen, oder? Eigentlich schon, genau. Also Höhlen haben wir genug, aber vielleicht sollte man das irgendwo machen, was nicht unbedingt in der Nähe ist. Weißt du noch, wo unsere Quarry ist? Leider ist das Buch da, oder die Quarry, die wir mal hatten. Die wir mal hatten, die erste Quarry. Ja klar, da können wir ganz gerne mal in die Kisten leer machen, wenn's... Ja, da bin ich dabei. Warte, ich würde vielleicht noch ganz kurz... Pass auf, willst du mal kurz mein Lag-Wunder erleben? Ja, bitte. Nee, pass auf, ich packe das klare Glas jetzt hier einfach rein. Hier ins ME-System. Ich muss mir das mal angewöhnen, alles schön da reinzupacken. Schnürchen hier auch. Wassereimer behalte ich. Knochen packe ich da rein. So. Ja genau, wir können theoretisch noch Wither-Proofed Obsidian herstellen. Das ist ein bisschen schwierig. Da könnte man dann so eine Wither-Farm machen, die halt irgendwo steht. Aber ich glaube, für einen Wither lohnt sich jetzt der Aufwand erstmal nicht. Ja, und vor allen Dingen, wo willst du den jetzt hinstellen? Wir sind doch noch, das ist doch alles noch am Anfang. Ja, genau. Wir sind doch noch wir so... Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben mit dir. Ja, eben, eben. Warte, erstmal satt essen, ne? Weißt du, wo wir das wirklich machen könnten? Was denn? Im Nether. Oder bricht er da ganz schnell durch die Nethersteine durch? Ja, ich glaube, da ist er relativ schnell durch. Okay, dann lieber hier. Dann machen wir das lieber bei der Quarry. Quarry. Können ja auch eben einen Raum ausheben. Du hast ja auch so einen 3x3-Hammer, oder? Warte mal. Oh, ich hab noch. Toll, ich hab noch Papiermaché auf Tasche. Und einen leckeren Burger. So. Oh, einen leckeren Burger hast du, ne? Ja, sogar ganz viele davon. So, erstmal hier ganz weit in den Süden. Oh Gott, da muss man noch ein bisschen was forschen. Die Mutter aller Höhlen haben wir da auch noch. Stimmt, die war sehr, sehr gut. Da machen wir den Wither aber lieber nicht. Obwohl, doch, da können wir den eigentlich machen. Da aber wir gehen erstmal zu. Sauer. Ich bin erstmal bei Terraforming. Oh. Genau, hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, ja. Wundert mich nicht. So. Oh, nice. Hier ist auch viel Salz, Aluminium. Oh Gott, die ganzen Erze. So. Mach ich meinen Schraubenschlüssel mit? Ne, eigentlich nicht. Was willst du damit machen? Ja, damit kannst du die Leitung relativ schnell abbauen. Ah, okay. Gut, ich feg da mal gerade durch, indem ich hier alles in den Dingens packe, ne? Bei mir einen Rucksack. Mhm. Ich meine, du klaust dir das ja eh wieder bei mir dann bleibst du in der Familie. Ich halte mich manchmal ein bisschen zurück. Was? Und manche Sachen gebe ich auch zurück. Oh geil, Ton und Kohle. Kohle brauchen wir jetzt auch ein bisschen. Ist da irgendwo Gold drin? Ja, ich habe schon ein bisschen, also ein bisschen Gold habe ich schon geräubert. So, zack. Aber wir können ja erstmal alles bei dir reinklatschen, wie du schon sagst. Ja, das teilt sich ja dann eh auf, das ist ja egal. So. Ich nehme mal Redstone und so alles mit, ne? Alles, was man brauchen kann, nehme ich einfach mit. Ja, genau. Den Rest kann man ja verwesen lassen. So. Ich könnte theoretisch sogar die Schädel mitnehmen. So. Zum Glück sind die Rucksäcke leer. Gut, dass ich gestorben bin. Immer diese aufbauenden Kommentare. Ja. So, Zinnerz. Ah, da kann ich so geil einschmelzen gehen erstmal. Andesit brauchen wir wirklich gar nicht, ne? Salz brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Nee, eigentlich nicht. Wenn wir mal ehrlich sind. So. Bin ja auch stolzer Besitzer von zwei Rucksäcken. Ah, cool. So, Redstone kann man theoretisch auch noch zu Blöcken machen, aber ganz ehrlich, das brauchen wir, glaube ich, gerade nicht.
Und Kohle eigentlich auch. Wobei, wenn es so weitergeht, brauchen wir das vielleicht doch. So, zack. Ja, ich kann auf jeden Fall nochmal hin, denke ich. Ich bin voll. Echt? Schon? Ja, ich habe nur zwei Rucksäcke. Ich habe nur zwei Rucksäcke. Ach ne, warte mal, der Rucksack ist leer, hä? Okay. Was? Ja, mit Rucksäcken käme ich nicht so aus. Ich laufe immer hin und her. Warte. Ne, das nicht. So. Ja, Salz können wir auch lassen. Bernstein nimmst du nicht mit? Ach so, könnte man eigentlich mal mitnehmen. Oh, hier ist noch ein Bett. Oh, das Bett kann ich. Das Bett brauche ich sogar. Ich habe doch meins geschrottet. Ich glaube, das haben wir hier hingestellt, ne? Und die Quarry hat es halt abgebaut. Ich glaube auch. Oh. Okay, meine Rucksäcke sind voll. Ich könnte theoretisch noch. Marmor könnte ich eigentlich mitnehmen. Ist eigentlich eine gute Idee. Wenn ich einfach die Kohle hier rein tue, dann nehme ich auch noch ein bisschen Marmor mit. Marmor habe ich noch Platz, kann ich machen. Ja, ich nehme es einfach für die Vault mit. Da habe ich so ein Item-Cache rumstehen. So, zack, Marmor. Marmor. Und so. Sand. Hm? Ja, Sand wäre eigentlich auch gar nicht schlecht für Glas und sowas. Ja, genau, genau. Da mangelt es mir immer. Ich muss da mal Sandstein malen, weil ich nichts habe. So, zack. Und dann der hier. Sprung zurück. Warte mal. Haust du schon ab? Ja, ich bin schon komplett. Achso, cool. Okay. Und los geht's. Ich pack meine Taschen voll. Nein, das ist nur Kohle. Ah. Alter, was ist los mit dir? Der Klassiker. Ich hab mich schon gewundert, warum ich nicht so schnell rennen kann auf einmal. So. Unfassbar. Tust du mir einen Gefallen? Ja, bitte? Räumst du bitte deine Grabsteine hinter dir weg? Ich musste nämlich echt eine Putzaktion machen das letzte Mal. Wenn mal die Dinger stehen, ne? So, warte. So. Tobi, was? Tobi möchte nicht kommen, da er glaubt, er stört? Ach, so ein Blödsinn, hä? Nein, wir warten auf Tobi. Ja, ja, na klar. Unbedingt sogar. Wir brauchen seine Manneskraft. Hört ihr mich so komisch an, oder? Weil es wahr ist. Wir brauchen seine rechte Hand. Im Zusammenhang mit Manneskraft hätte ich das jetzt aber nicht gesagt, ehrlich. Das war vielleicht ein bisschen ungünstig. Aber ein weiterer Schwertträger ist dabei. So, okay. Die Kisten lasse ich erstmal hier stehen, ne? Ja. Oh, schön, du hast den Zombie-Kopf aufgehangen. Das finde ich ganz schön. Ich glaube, das war ich gar nicht. Nee. Das war mal jemand anders. Okay. Bei Debitor. Metaportal. Oh Gott, wo ist denn mein Schild? Hessisches Anwesen. So. Gut. So. Hat dein Emesis den Platz? Ich denke schon, ne? Ah, der Tobi streamt schon. Alles klar. Das ME-System, ich weiß nicht genau, wie viel Platz das hat. Das hat die Platten, die du mir offeriert hast, quasi. Also 63 mal 10, 630 verschiedene Items mal 1000. Also 10 mal 1000. 10.000 okay. Items insgesamt. Also, ja, ein bisschen Platz ist da, glaube ich, dann. Ja, okay. So. Gut. Au! Wenn erstmal Marble rein, kann man nachher wieder rausnehmen. So, Marbles. Marbles. Okay, den Marmor. Ich bringe erstmal kurz den Marmor in die Vault. Dann haben wir den schon mal los. Der hat bestimmt nur Angst vor seinem Haus, der Tobi. Oh, hier ein Tintenfisch schwimmt hier einfach. Oh, guten Tag. Zu Recht natürlich. So. Oh, wir haben schon 64 plus 62 Tinte. Oh, das läuft. Ging läuft. Schnell. Im wahrsten Sinne. Hä? Dieser Pfeil despawnt auch nicht. Hier ist so ein Pfeil im Boden, der despawnt einfach nicht mehr. Der ist immer da. Sehr merkwürdig. So, der eine Rucksack ist leer. Dann mal den anderen. So. Und natürlich kommt der Tobi nachher mit auf die fette Tour ins Deep Dark. Wer ja, da brauchen wir auch drei Leute am besten, Al. Das ist sehr, sehr gefährlich. Oh. Das ist immer so beruhigend, wenn du das sagst. Manche das Gebiet sichern, manche die Mauer bauen und dann... Manche einfach sterben. Wenn du zu lange im Dunkeln verweilst, dann stell eine Kerze auf. Sag mal, bei diesem Item-Cache, kann ich da gucken, wie viel Dinge ich drin habe?
wie viele Items ich da schon drin habe? Kann ich das irgendwie feststellen? Nee, ne? Kannst du nicht mit Shift, wenn du Shift gedrückt hältst und da drauf guckst? Nee, leider nicht. Gar nichts. Oh, schade. Ich dachte, vielleicht gibt es da einen Indikator für, aber leider. Na gut. So, das Zeug habe ich abgelegt. Dann gehe ich mal weiter einsortieren. Eieieiei. Also Kohle ist, glaube ich, hier genug drin. So. Ja, Kohle haben wir auch ja mal ein bisschen was. Ich würde dann jetzt eventuell das Eisen schon mal einschmelzen. Fast 2000. Hast du einen Verdoppler? Also ich nutze die Schmiede dafür, für den zum Verdoppeln. Perfekt, geht. Ne? Genau. Deswegen, die kann ja schon mal einschmelzen, während dann irgendwas anderes passiert. Ich hoffe, das geht einigermaßen schnell. Ich weiß es nicht. Gold würde ich ganz gerne mal rausnehmen. Das würde ich ganz gerne verdreifachen, weil Gold haben wir nicht so viel. Verdreifachen mit? Ich glaube, das habe ich auch schon. Legierungsschmelze? Mit einem QED. Legierungsschmelzen verdoppelt auch nur. Wie heißt das andere? Q was? QED. Warte mal, ich guck mal eben. QED. Ach, Nummer 2249. Ja, ich hab's schon. Was ist das? Ernsthaft? Was? Diamantgeätzte Rechenmatrix? Alter, du willst mich doch verarschen. So, ja, was ist das hier? Halt. Enderaugen mit Lohenstaub. Ah, ich hab einen Lohenspawner übrigens. Ach, einen ganzen Spawner? Ich habe einen Lohenspawner energiegetrieben. Ich dachte, für eine erste Monsterfalle ist das eigentlich eine gute Idee, oder? So. Da geht was. Hast du noch Golderz? Golderz habe ich noch, ja. Wieso? Achso, weil ich das... Würde ich dann verdreifachen. Ja, das klingt überhaupt nicht wie so ein schmieriges Angebot. Geben Sie mir Golderz? Ah, ne, das eine war Yellorium, Entschuldigung. Na stimmt, das war Yellorium. Ja, okay, hier ist Yellorit, noch mehr Yellorit. Warte. Hey, der Tobi ist da! Aber noch nicht auf dem Discord. Okay. Geil. Warte. Golderz. Hier ist noch mehr Golderz. Mehr habe ich leider nicht. Das ist schon gut. Gold ist seltener geworden, ne? Ja. Aber mal 3 ist das ja schon ordentlich. Hm. Ach, so. Genau, oben. Na, zack. Am geilsten war ich das Kommentar, dass ich in deinem Haus in einem Buch wohne. Ich finde das irgendwie süß. Weiß nicht, warum. Ich schon. Ich muss das Buch 3-mal reiben, dann komme ich raus. Dann hört man nicht erstmal aus dem Buch so, So, okay, warte mal, da habe ich noch Sand. Oh, der QED ist aber sehr leise. Oh Mann. Ist der laut oder was? Ja, genau. Ah, okay. Ein spannendes Geräusch, sollten wir auf jeden Fall mitten im Haus stellen irgendwann. Oh, cool. Sag mal, was haben wir denn noch alles hier? Hä? Kohle. Kohle packe ich mal hier einfach mit zu der Kohle, zack. Da ist es ja egal und die ganzen Dinger, Zertusquarz und sowas, packe ich alles ins ME-System. Ja, genau. So. Oh Gott, hier ist ja noch ein... Ach, da ist ja auch noch Kohle und Redstone. Oh. Nicht, dass man davon jetzt genug hätte, erstmal. Na, mal gucken, wie lange das dauert. So, warte. Zack. Redstone. Cheeseburger. Oh. Kaum hab ich einen Cheeseburger genannt, kommt der sofort hier. Das ist unfassbar. Das ist echt wieder der Hamburger-Klau. Das sollte dein neuer Skin werden. Du wolltest doch eh einen neuen Skin. Mach dir doch den Hamburger-Klau als Skin. Ronald McDonald. Ja, genau so. Einfach so klauen. Tobi neuer Skin ist auch gut. Ich habe mich erstmal gewundert. Der sieht echt super aus. Ja, schon. Auch ein bisschen. Immer so, wenn der Tobi da ist. Auch ein bisschen heiß. So. Popo an der Wand. Gut, was haben wir hier alles? La. Die ganzen Ordnungsscherben und so. Ah, das müsste eigentlich erst in die Taumkiste, aber da ist kein Platz mehr drin. Diamant, Zertusquarzkristall, Feuerstein. Ton packe ich da auch mal rein, einfach. Genau, aber eine Bestandsaufnahme eben. Ja. Also ich guck, was ich gebrauchen kann. Nein, Quatsch. Ja, wahrscheinlich stimmt das. Oh, hier ist noch mehr Kohle. Das ist alles Yellorit. Okay, also Kohle haben wir tatsächlich ein bisschen. Warte mal, ich pack das mal. Oh, der Magnet ist noch an. So. So. Ja, Kohle hat wieder gut aufgeholt. Obwohl 7x64, das geht eigentlich noch. Hast du eigentlich eine Kuh hier? Eine Kuh? Ja. Nein, warum genau? Bist du sehr einsam? Ich hätte gerne ein bisschen Milch. Du kannst doch Sojamilch nehmen ohne Ende, oder?
Kann man die so trinken? Weil die Frage ist, ob die gegen den Wither-Effekt hilft. Normalerweise. Ach so, das weiß ich nicht. Quasi alles. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Da kenne ich mich nicht gut genug aus, weil ich gegen Wither habe ich, glaube ich, noch nie gekämpft. So, hier ist. Na, oh mein geil. Gott. 3,5 Stacks schon mit Tinte. Die ganzen Towncraft-Geschichten soll ich die auch ins ME-System packen, aber das wird dann so viel. Und ich wollte die ME-Sachen eigentlich rüber in den Turm packen. Jetzt habe ich die alle hier in der Kiste. Das ist so viel. Vielleicht packe ich die erstmal. Vielleicht packe ich die erstmal in die Kiste. Also ins ME-System, meine ich. Guck gerade, man kann auch eine ME-Kiste machen, aber. Wo man einzelne Disketten reinschieben kann. Hm, wie? Also kannst du eine Kiste machen, wo du quasi eine Diskette reintust und die kannst du dann, sag ich mal, mit Thaumcraft-Sachen befüllen und die kannst du wieder rausnehmen. Oh, okay, ja, also sowas wäre geil. Wo sind die Sachen jetzt hin? 156 hier? Hä, wo sind die Sachen? Scherbe. Ach, die fliegen jetzt so hier rum, alles klar. Okay, naja, dann muss es erstmal so sein. Diese Kiste mit der Diskette, wie, weißt du, wie die heißt? Warte, Nummer 2083. 2083, mit, ich müsste, ich habe gerade das Bett weggeschmissen. 2083. ME-Truhe. Ah. So, einzig doof ist halt das Terminal oben. Konsole. Die Konsole herstellen, meinst du? Ja, genau. Okay. Ja, ich muss auch mal diese Flux-Kristalle, muss ich auch mal wieder herstellen. Ja, da können wir eigentlich auch mal irgendwo eine Anlage bauen, wo die schneller wachsen. Ja, von mir aus sehr gerne. Aber so eine ME-Truhe, das stelle ich mir halt sehr praktisch vor. So, zack, dann noch hier aktivieren. Ja, hallo. Oh, hallo. Hey, Tobi, geil. Ja. Geil, Alter. Oh, ich hatte schon Angst, es wird nichts mehr. Juhu. Ja, doch, ich musste nur irgendwie noch mein OBS neu einrichten, weil ich das irgendwie alles neu gemacht hatte, keine Ahnung. Und wir brauchen deine rechte Hand. Oh, ist es wieder soweit, Divisor? Ja, genau. Also mal wieder Weihnachten, ne? Tobi, was los? Was ist los bei dir? In der Mitte. Es ist einfach warm. Aber du hast doch jetzt einen Kühlespender. Ja, aber das ist, wenn ich die ausmache, habe ich das Gefühl, es ist einfach genauso warm wie vorher. Oh, okay. Also der hilft richtig. Ja, aber ist schon geil. Also wenn du so davor sitzt, ist schon geil auf jeden Fall. Vor allem während der Aufnahme. So, warte. Ich bin noch beim. Wir sind noch ein bisschen am Umsortieren. Wir haben gerade die Quarry leer gemacht, heimlich. Boah. Heimlich. Boah. Tobi? Ja? Du musst heute. Es ist folgendermaßen: Ich brauche Hilfe. Oh, okay. Dieser fremde Mann hier auf dem Discord, der andere, ne? der meine rechte Hand braucht. Ja, genau. Okay, der will uns immer irgendwo hinlocken. Und ich bin noch nicht so sicher, ob das gesund sein wird, was da stattfindet. Also ich räume jetzt erstmal mein Inventar leer, ne? Das, bevor da irgendwas passiert. Wir gehen doch nur ins tiefe Dunkle, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Mit meiner rechten Hand, alles klar. Ja, genau. Soll ich noch einen Kaktus mitnehmen? Ich bringe Sonnenblumen was? Mit. Was? So, warte mal. Oh, Eisen. Hä? Wieso kriege ich denn Eisenerz nicht mehr rein? Habe ich für Eisen? Oder eine Gurke gibt's ja auch hier in dem Modpack. Was? Was ist denn los mit dem Mann? Hä, wieso ist denn hier Ich hätte gerne für DecoCraft so ein Update, so ein Beate-Use-Update oder so. Ja, wenn es von EA wäre, könntest du das kaufen wahrscheinlich. Ja. Zum Glück hat Minecraft nicht EA gekauft. Ne, andersrum. EA nicht Minecraft gekauft. Was ist, wenn ich auf diese Bodenplatte in meinem Haus trete? Passiert dann irgendwas? Ne, eigentlich nicht. Das ist für die Tür halt. So ein Roboter irgendwie rauskommt und dann mein ganzes Haus abbaut. Ich hab so ein bisschen. Ich trete mal drauf. Alter. Was denn? Ist das? Passiert nix? Wolke in der Flasche. Hä? Was? Was denn für eine Wolke in der Flasche? Ach Mist, ging das nicht? Verdammt. Nee, hier ist eine Wolke in der Flasche. Soll ich die mal... Mach mal Rechtsklick auf den Boden. Ach Mist. Weiß ich nicht, ob ich das wirklich machen soll. Lieber Peter, soll ich das wirklich tun? Oh, ich hatte einen Konstruktionsfehler, verdammt. Ist da noch mehr drin? Nee, okay. Und das heißt nur Wolke in der Flasche? Ja, eigentlich schon. Ja, warte mal. Also der Tobi kriegt die Wolke in der Flasche und mir hast du einen Furz im Glas in die Hand gedrückt? Das ist es also? Ja, für dich dachte ich, benenn das mal um. Toll. Ganz toll. Huch.
Ist gerade Nacht draußen? Ja, genau. Ah, okay. Auch bei Tobi übrigens. Ist da gerade jemand vor meiner Tür, Alter? Nee, nee. Hm? Achso, Monster sind an. Vielleicht. Ich hab doch da aber gerade jemand gesehen. Sehe ich schon wieder Dinge? Ich sehe schon wieder Geister, glaube ich.